Willkommen bei PC Games Hardware zu einem weiteren Kühlungstest, beziehungsweise eigentlich ist es eher so eine Lightshow, dazu kommen wir gleich noch. Produkt heute, die Corsair H100i RGB Platinum soll heute rauskommen. Ich hoffe jedenfalls, dass das mit der Veröffentlichung des Videos passt. Und auf den ersten Blick sieht die eigentlich aus wie die altbekannte H100i Pro, die es schon Anfang des Jahres gab. Nur Kenner werden ein paar Details feststellen. Moment, zum Beispiel jetzt mal Schrauben an der Bodenplatte und auch die Dicke der Pumpeneinheit. Das ist tatsächlich eine komplett andere Kühlung, auch wenn das Design auf den ersten Blick genau gleich ist. Und Corsair hat da nicht nur dem Hersteller gesagt, mach mal ein bisschen was anders jetzt, sondern Corsair ist tatsächlich zu einem anderen OEM-Fertiger hingesagt und hat gesagt, ey Leute, ihr von Cool IT, ihr produziert jetzt mit einer Kühlung für uns und ihr nehmt genau das gleiche Design, das eure Erzfeinde von Acetec schon seit Anfang des Jahres als anderes Modell für uns bauen. Ich weiß nicht, wie man sich das durchgesetzt bekommen hat, aber Corsair hat es auf alle Fälle gemacht. Und das Schöne ist halt auf alle Fälle für uns, wir können mal wieder ein Produkt von einem anderen OEM-Fertiger testen. Acetec steckt ja bekanntermaßen hinter fast allen Kompaktwasserkühlungen am Markt. Und Cool IT ist im Retail-Markt zumindest ziemlich im Hintergrund getreten. Eigentlich sind beide Firmen fast gleich alt. Aber nachdem Acetec diverse Konkurrenten durch Patentklagen vom US-Markt geschmissen hat, sind die anderen halt ziemlich in der Versenkung verschwunden. Das hier, wie gesagt, eine Ausnahme. Zur Kühlleistung als solcher will ich eigentlich gar nicht viel sagen, denn die sehen nicht nur fast gleich aus wie die H&L Pro. Die Platinum kühlt auch quasi genauso gleich gut. Und das Hauptmerkmal, das demnach auch einheitlich ist, kann ich euch eigentlich mal ganz einfach vorführen. Denn wir haben hier eine Corsair Wasserkühlung und Corsair legt nicht nur bei Wasserkühlung, sondern auch beim Lüftern gerne Wert darauf, dass sie wirkliche High-Performance-Produkte anbieten. Das heißt, die Lüfter sind auf hohe Drehzahlen optimiert. Die Lager machen die mit, dafür sind sie bei leisem Betrieb nicht ganz lautlos. Der Regelbereich beginnt sehr weit oben, positiv immerhin erreicht auch sehr weit runter. Ihr könnt mit der integrierten Steuerung bis auf 430 Umdrehungen runter. Da sind sie ja nicht mehr allzu sehr störend, aber wenn man diese Kühlung wirklich so betreibt, wie vom Entwickler vorgesehen, dann, ihr hört das jetzt so lange, fängt jetzt langsam an hochzudrehen, nachdem ich die Steuerung aktiviert habe, dann wird das sehr schnell sehr unangenehm. Wir sind jetzt so bei 1700 Umdrehungen pro Minute. Die hier verbaute Variante, der ML120 Pro RGB Lüfter, schafft aber nicht maximal 1600 wie die Retail-Modelle, sondern maximal 2400 Umdrehungen. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen leiser werde, dann könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommen, was für ein Hintergrundrauschen das eigentlich ist, wenn ihr diese Kühlung tatsächlich permanent mit ihrer maximalen Kühlleistung betreiben würdet. Das ist also schon... Wir sind jetzt immer noch bei 2000, noch nicht bei 2400. Sie regelt sich halt so nach und nach höher. Ich habe bei maximaler Lautheit habe ich über 6 Zonen gemessen, 6,6 Zonen. Das ist eigentlich nichts mehr, was man so im Alltag in seinem Rechner haben möchte. Deswegen, diese Kühlung werden die meisten Leute wahrscheinlich stark runtergeregelt betreiben. Leider ist es so, dass die für hohe Drehzahlen optimierte Lüftergeometrie der Corsair Lüfter, das haben wir schon einen Test festgestellt, in gedrosseltem Zustand nicht mehr wirklich die Nase vor der Konkurrenz hat. Also da gibt es halt einfach Lüfter, die für niedrigere Umdrehungszahlen optimiert sind und die arbeiten dann auch einfach ein bisschen effizienter. Der Unterschied ist kein Beinbruch, aber als Selling Point kann Corsair damit nicht wirklich auftreten, weil genauso gut sein wie die Konkurrenz ist halt noch kein Vorteil und ein Ticken schlechter sein als die Konkurrenz ist, auch wenn es nur ein Tick ist, den man ohne direkten Vergleich gar nicht spüren würde, ein Nachteil. Deswegen konzentriere ich mich heute aber stattdessen einfach mal auf die Vorzüge der Corsair RGB. Mache die wieder ein bisschen leiser, beziehungsweise aktiviere den Zero-PWM-Mode. Also die Lüfter können tatsächlich semi-passiv betrieben werden, dass wir hier Ruhe haben. Und zeige euch mal, worum es eigentlich bei der Kühlung geht. Denn wie der Name RGB Platinum schon andeutet, ist ein bisschen Beleuchtung im Spiel wahrscheinlich. Einfach kann ich mal den Demo-Mode demonstrieren, wenn ich mir einfach mal die USB-Verbindung kappe. Dann schaltet das Ding nämlich, wenn man einmal vom Strom trennt, automatisch in so eine Art Vorführmodus. Und ihr seht schon, das ist kunterbunt. Und es sind nicht nur alle Farben des Regenbogens möglich, sondern wie man sehr eindrucksvoll sehen kann, es sind alle Farben des Regenbogens gleichzeitig bzw. in Abwechslung und umlaufend möglich. Das heißt, jeder einzelne RGB in dieser Kühlung kann einzeln angesteuert werden. Ihr habt hier in den Lüfternamen, so einen nach oben, einen nach rechts, einen nach links, einen in die Gegenrichtung. 8 also zusammen in den Lüftern. Nochmal 4. Unter dem Logo hier in der Mitte, das ist natürlich so nah beieinander, dass man es eigentlich kaum sieht, wenn die unterschiedlich leuchten. Da kann man wirklich nur so ein bisschen den Effekt aushalten. Und 12 außen im Ring drumherum, da kann man hier also wirklich sehr feine Laufeffekte erzeugen. Leuchtet auch über diesen seitlichen Schlitz ein bisschen auf die Mainboard-Umgebung. Wenn das Gehäuse nicht allzu stark beleuchtet ist, kann man das also auch, zumindest wenn das Mainboard selbst hell ist, durchaus auch als Umgebungsbeleuchtung noch ein bisschen in den Case-Mod mit einbinden. Dass das alles so einzeln hier jetzt Automatikmodus blinken und leuchten kann, ist aber natürlich nur halb so spannend,
Denn Corsair integriert über Software tatsächlich eine Möglichkeit, jede einzelne dieser LEDs auch individuell zu konfigurieren. Und das nicht nur, welche Farbe hat sie jetzt und wie stark leuchtet sie, sondern auch, was macht sie in einer Sekunde, was macht sie in zwei Sekunden und auch in Zehntelsekunden Schritten. Ihr könnt also wirklich komplexe Effekte euch zusammenstellen. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Ich hoffe, er lädt das jetzt korrekt, das vorbereitete Profil. Und ihr seht jetzt also, ich habe jetzt hier mal zwei sich überlagernde Effekte gemacht. Das heißt, wir haben einmal ein grünes Lauflicht, das leuchtet da langsam durch. Und dann haben wir noch ein rotes Lauflicht, das leuchtet ein bisschen schneller. Und ich kann sogar vorgeben, wenn die beiden mal die gleiche LED ansteuern, wie die sich überlagern. Ich könnte stattdessen jetzt hier diese Dauerhaft-Effekte, die ich jetzt hier automatisch laufen lasse, kann ich auch alternativ Sachen programmieren, die abhängig sind von einem Programm, das läuft, oder auch abhängig von Hardware-Parametern. Man kann also hier auch zum Beispiel auch eine Überhitzungswarnung machen. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Blinklicht nicht permanent haben will, macht man es vielleicht nur dann an. Das ist sicherlich bei der Nutzung ganz angenehm. Die ganzen Möglichkeiten vorzuführen, ich sag mal, allein die Liste der vorgefertigten Effekte hat knapp 20 Einträge und ihr könnt halt, wie gesagt, für jede LED auch noch einzeln was konfigurieren. Da hängt es dann wirklich davon ab, was man mit seinem Case-Mod erreichen will. Das wirklich Coole ist aber, Corsair baut ja nicht nur Kompaktwasserkühlung, sondern Corsair baut auch eine ganze Menge anderes Modding-Zubehör oder Kühlungszubehör. Und mittlerweile haben sie die Software produktübergreifend vereinheitlicht. Das heißt, ihr könnt diese Effekte nicht nur auf dieser Kühlung laufen lassen, sondern wenn ihr zum Beispiel die ML120 Pro Lüfter habt, LL120 Pro, die wir vor ein paar Ausgaben getestet haben, dann könnt ihr eure Effekte auch damit synchronisieren bzw. kombinieren. Und das wird dann wirklich eindrucksvoll. Und dann haben wir jetzt hier nicht nur einen Effekt, der innerhalb dieser Lüfter von einem zum nächsten überläuft, sondern wir haben das Ganze auch synchronisiert, dass zum Beispiel dieser Abschutzblitz die gesamte Kühlung erfasst. Mit etwas mehr Aufwand hätte ich jetzt auch quasi das Lauflicht auf die anderen Lüfter erweitern können. Es ist natürlich so, dass die LL Pro, die also wirklich auf Beleuchtung ausgelegt sind, einen dickeren Rahmen haben. Mit noch mehr LEDs, das ist natürlich eindrucksvoller, dafür lüften sie schlechter. Auf der Platinum hat Corsair sinnvollerweise die ML-Lüfter verbaut. Die haben halt etwas weniger LEDs, deswegen kann man nicht genau den gleichen Effekt da anwenden, sondern nur einen ähnlichen zusammenstellen. Die kühlen dafür halt besser. Aber wie man halt schon sieht, man hat nicht nur sehr viele Möglichkeiten, was man an bunt blinkend auf einem Lüfter hinkriegt, sondern man kann halt auch wirklich koordinierte Beleuchtungskonzepte machen, die das gesamte System erfassen. Da gibt es meines Wissens nach derzeit am Markt auch keine Alternative zu Corsair. Spätestens wenn man halt auch die Pumpe integriert haben will, muss man ja alles aus einer Hand kaufen. Corsair ist im Moment der einzige Kühlungshersteller, der wirklich derartige Lüfter anbietet. Und meines Wissens nach auch der einzige, der überhaupt derartige Beleuchtungssysteme komplett mit Software, Kühlungsprodukt, Controller und so weiter aus einer Hand anbietet. Prinzipiell ist es zwar so, dass diese programmierbaren LEDs natürlich auch nur eingekauft werden und andere Hersteller ähnliche Technik einsetzen, aber das Zusammenspiel mit der Software, die euch die ganzen Möglichkeiten gibt, und dem Controller, der die Lüfter noch ansteuert und so weiter, das muss man halt auch erstmal alles als Gesamtpaket anbieten, out of the box. Und da hat Corsair wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für die H100i RGB Platinum geschaffen. Wie gesagt, als Kühlung, eingangs erzählt, ist sie nicht so herausragend, das ist halt einfach gutes Mittelfeld. Man kriegt eine höhere Qualität bei Corsair, die zahlt man halt auch entsprechend. Aber bei der Kühlleistung kann sie sich nicht absetzen. Aber wenn es darum geht, dass das System Ambient einfach nur geil aussehen soll, dann ist sie ganz weit vorne. Und man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt hier in dem Fall eine Dual 120 mm Wasserkühlung nimmt oder gar die verwandte, etwas größere H115i Platinum mit 2x140 mm, die ansonsten genau gleich aufgebaut ist, dann hat man sowieso genug Kühlleistung. Das heißt, die einzige wirkliche Schwäche eigentlich, abgesehen vom etwas hohen Preis dieses Systems, ist halt die eingeschränkte Möglichkeit, wirklich in den Ultra-Silent-Bereich damit vorzudringen. Muss man gar nicht sagen, wenn ihr Ultra-Silent wollt, dann habt ihr euch wahrscheinlich sowieso einen Luftkühler gekauft, denn natürlich ist es auch so, dass eine Kompaktwasserkühlungspumpe sowieso nie leise ist. Ja, wenn ihr es dagegen vor allen Dingen das auf die Optik Wert legt, also ein System, das auffällt, nicht eins, das lautlos in der Ecke verschwindet, dann habt ihr hier eins, das kann wirklich eine Show abziehen. Und optional zusätzlich habt ihr auch noch, wenn die Lüfter voll auftreten, mal richtig Leistung drin, einfach mal einen OC-Test zu machen.